blutverschmiert in unserem Schläger-Outfit machen wir uns dann wieder. Dreh dich mal nochmal um, ob er vorne auch so geil aussieht. Also dreh mal die Kamera um ihn oder so. Lecker, ne? Ist echt sexy. Ja. Geh mal damit zur süßen Asiatin hinter dir. Nein, wo läufst du hin? Du willst da in den Raum hoch. Da, Treppe hoch. Wir waren da schon ein paar Mal. Hast du schon wieder vergessen. Ach so, du meinst die Polizistin? Ja. Ich dachte jetzt irgendeine... Nee, die süße Chinesin. So eine Straße. Die so eine Straßenmasseurin. Nein. Ja. Oh, sie hat was für uns. Hallo, siehst du, ich hab's doch vorher gesehen. Tote Triaden. Ganze Mafia-Organisation. Alle tot, nein. Oh. Okay. Er wird langsam zum Mafia-Freund, oder? Uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Einer unserer Leute. Wer ist denn jetzt tot? Ich hoffe nicht Jackie. Also, ich meine, ich wäre jetzt nicht tot betrübt, aber schon süßer. Nein. Hinter dir. Komplett andere Richtung. Da, die rote Tür. Bei dem Typen, der immer sinnlos vor dieser Tafel steht. Da musst du raus. Genau. Was wir nächste Folge mal machen, ist ein Date haben. Wir haben uns nämlich sagen lassen, dass es Sinn macht, aus 4 Meter Höhe irgendwo runterzuspringen. Du kannst dir mal was zu essen holen, damit deine Lebensenergie wieder aufgefüllt wird. Dass es Sinn macht, Dates zu haben mit den Frauen, die wir so getroffen haben. Also hier zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass man sie wieder treffen kann. Ich dachte, ich auch nicht. Ich dachte auch, das passiert im Laufe der Story. Ja. Also, aber tatsächlich kann man die halt, du kannst ja gleich mal dein Handy aufrufen mit dem Steuerkreuz. Nee, mit dem Steuerkreuz nach oben. Steuerkreuz nach oben. Steuerkreuz nach oben. Kontakte. Einfach A. Und guck mal, da kannst du Amanda zum Beispiel anrufen. Das war diese Amerikanerin, die wir ganz am Anfang getroffen haben. Ganz unten, die unterste. Das machen wir aber nicht jetzt. Mhm. Also B. Und nochmal B. Sehr schön. Und wenn man die nämlich erfolgreich datet, sollten wir uns vielleicht was anderes anziehen dafür, ist nur mal so ein Vorschlag. Du kannst ja mal dir auf der Karte markieren, wo du hin willst, bevor du unschlüssig weiter nicht mehr weißt, was los ist. Was ich machen soll? Hinweis... Blau, wir brauchen auf jeden Fall was Blaues. Das war, glaube ich, nach Süden irgendwo. Geh mal runter. Nee, da auch nicht. Wo ist denn diese blöde Mission? Du kannst ja auch mal rauszoomen, wenn du sie nicht findest. Mit LT. Ach, da. Hier. Oh, das ist aber weit. Ist ja weit weg. Da fallen wir uns ja hier wieder zu Tode. Na gut, machen wir jetzt aber. Für euch. Na und für uns. Wir wollen ja das Spiel auch durchspielen. Du kannst dir da ein Fahrzeug holen. Gut, dass hier überall Parkhäuser sind. Genau, also wenn man die Mädels datet, das habe ich im Interweb gelesen, gibt ja, glaube ich, drei... Ich fahr mal Auto. Ja, fahr mal Auto. Gibt ja, das ist auch gar nicht so schnell, da kann man nicht so viel falsch machen. ich liebe dich auch. Ja, ich weiß das. Danke. Ja, du hast ja eigentlich recht. Ja, ich mache mir nichts vor. Mach dir nichts vor. Wurde heute gefragt, ob wir bei den Let's Plays auch Rennspiele spielen. Ganz bestimmt nicht. Also zumindest wir in der Paarung so nicht. Aber ich bin auch nicht besonders gut in Rennspielen. Also ich spiele gerne Rennspiele, mal so ein schönes Need for Speed oder so. Hot Pursuit, jetzt die Neuauflage, habe ich sehr, sehr viel gespielt. Also nicht gut. Also ich spiele die gerne. Waren so schlecht, die neuesten. Nee, das Hot Pursuit war das letzte Gute. Achso, die zwei danach. Hot Pursuit ist ja schon vor 2 Jahren gewesen. Jetzt das von diesem Jahr und das von letztem Jahr. Wir bringen ja, ist halt Electronic Arts, die bringen halt jedes Jahr eins, ne? Also wollen ja Geld verdienen. Wie mit Call of Duty bei Activision. Oder die Erweiterung bei Sims. Oder den Erweiterung bei Sims. Es ist halt Electronic Arts, wie wir sie kennen und lieben. Ist ja auch grundsätzlich nicht schlimm. Aber wenn die Qualität dann mal stimmen würde und nach Hot Pursuit vor 2 Jahren, nach der Neuauflage des damaligen Hot Pursuits von vor 12 Jahren oder wann das, wie alt ist das? Dachte man ja, wow, jetzt geht's bergauf, die Serie hat sich gefangen, alles ist super. Weil das war ja richtig, richtig gut. Und jetzt The Run war halt ziemlich mittelmäßig und Most Wanted fand ich jetzt richtig enttäuschend dieses Jahr. Also vor allen Dingen, weil es halt so einen großen Namen hat. Most Wanted ist halt mein Lieblings-Need for Speed. Das Original ist ja auch ein Remake. Und das waren jetzt dieselben Leute, die auch Hot Pursuit das Remake gemacht haben. Da dachtest du halt, die werden auch das würdig neu machen, sozusagen. Das ist ja komisch. Und die haben jetzt das hier aber relativ verkackt. Also es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist halt irgendwie so in diesen typischen Wertungskategorien so ein 70er.
Und das andere, das Original Most Wanted war halt so ein klares 90er-Spiel. Also, das habe ich auch damals, weiß ich nicht, 40 Stunden gespielt oder 50, also richtig, richtig viel. Also sowas spiele ich ja unheimlich gerne, aber bei Rennspielen, da besteht ja auch der Spaß auch gerne mal darin, dass man eben mal versagt und dann nochmal das Rennen fahren muss und so. Ja, das ist glaube ich, bei Let's Play aber echt ein bisschen, ja, also wir können gerne mal ein Rennspiel anspielen, also mal so ein 4-Folgen-Ding oder so machen und einfach mal so ein bisschen was zeigen. Besorgen sich eine Verkleidung, okay, also nach da hinten laufen. Also wir können da gerne mal so ein Let's angespielt machen, so quasi. Let's reinguck. Und dann spielen wir vorher schon mal so ein paar Strecken und Autos frei und zeigen euch einfach mal so ein bisschen was. Das können wir gerne machen. Aber nee, so richtig Let's Playen. Die Frage kam aber tatsächlich auch schon mal. Also ob wir auch mal ein Rennspiel spielen. Es kam auch schon die Frage, ob wir mal ein Adventure spielen. Also nachdem Vikarin und ich schon bei Lego Herr der Ringe immer an diesen winzig kleinen Rätselchen versagen, die so bei ja, Lego spielen sind. Es so Vorspulen geben. Ja. Sonst geht das einfach nicht. Ich glaube auch. Überreden Sie den Kopf zu gehen. Überzeugen. Y. What? No. Is there a bomb? Could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me. I forgot something. Feigling. Feiger Hongkong-Chinese. wenn der Notarzt damals mal auch so gerannt wäre bei diesem Unfall vor ein paar Folgen. So, du musst jetzt investigaten. Die Situation ist bis auf den fehlenden Starkregen jetzt ein bisschen wie der Anfang von Heavy Rain, oder? Wo man mit dem FBI-Agenten da ermitteln muss. Also ich erinnere mich jetzt gerade so, dass man auf so einen Schauplatz... Ah, da ist der Regen! Gott sei Dank gibt's keine Klischees in Videospielen, oder? Oh Mann, du musst noch 15 Meter laufen. Das ist da links um die Ecke. Links um die Ecke. Ich dachte, ich komme da auch rum. Aber muss ja nicht sein, du kannst ja einfach nach links. Oh, guck mal, da oben blinkt irgendwas. Kannst du mal gucken, was da ist? Wie kommt man da rauf? Ist aber cool, ein Holzschiff. Ja, so ein richtiger. Wie heißen die? Nicht Junker? Heißen die so? Nee. Da kannst du hochklettern, oder? Einfach diese, hier links jetzt. Ah? Geht das? Sogar. Okay, dann geht's nicht. Schade, ich dachte, wie kommen wir denn sonst so? Kann man hier da? Nee, dann springt er nur rüber. Gibt's da irgendwas, wo man hochklettern kann? Nee, sieht nicht so aus. Schade, aber irgendwie muss man da raufkommen, oder? Ja, das ist ja wirklich komisch. Was ist denn da? Kann man vielleicht da ach diese... Achso, vielleicht von unten? Ich weiß nicht. Nee, sieht nicht so aus. Kannst du da vielleicht wo die vielen Stücke sind, irgendwie das als Leiter benutzen? Dass das vielleicht zum Klettern angezeigt wird? Nee, auch nicht. Ja, nee, da ist kein Zeichen. Da ist nichts. Aber gerade eben ist doch irgendwas auf. Nee, das ist einfach nur das dein Zielsymbol. Nein. Doch. Ja, sag ich so. Aber was ist, muss man denn da für eine genaue Stelle treffen? Also, ey? Ich bin ja jetzt ganz... Hä? Muss man denn... Da ist es. Nee, nicht weiterlaufen dann. Ja, nein! Oh Gott. Dann drück. Das ist jetzt ein Reaktionsspiel. Jetzt A. Hä? Vielleicht musst du... Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Darf ich mal nur mal ganz kurz aus der Bewegung heraus das probieren? Vielleicht kriege ich das ja. Ja, man muss aus der Bewegung das machen. Also drauf zulaufen in dem Moment und... Hä? Aber hier hat doch was geblinkt! Wo ist es? Willst du mich verarschen? Gleich in der Kiste? Das ist keine offenbare Kiste. Guck mal, da sind Brötchen oder sowas drin. Hä? Was hat denn da geblinkt? Ach, das da oben! Die scheiß Kamera! Oh. Ach komm schon! Verarschen kann ich mich alleine. Ah! Ihr seht uns ratlos. Danke. Wo willst du denn hin? Lauf doch bitte zum Tatort. So, wo muss ich denn jetzt hin? Na, guck doch mal, da ist dieses Symbol, da willst du hin. Also musst du irgendwo in die Richtung auch. Also guck da hin. Da oben musst du, da rechts ist eine Treppe, lauf die mal hoch. Da ins Haus vielleicht, weil da scheint das ja irgendwie zu sein.
Genau. Ja, du hast doch vorhin gesagt, ich muss da um da rum. Also ich habe gesagt, du musst nach links und dann bist du aber noch 5 Meter weiter. Ja, dann bin ich nach links gelaufen. Und dann haben wir schon das Geblinke gesehen. Dann habe ich nicht mehr weiter drauf. So, keine Ahnung, wieso das jetzt nicht aufgeht. Ach so, Y. Okay, Leiche fotografieren. Ja, dann LT, also der linke Trigger, das Ding da. Und dann Y ist heranzoomen. Das zoomen wir noch ein bisschen ran. Ja, mach mal ein Foto. Scheint ihm ja gereicht zu haben. Also ich meine, wir hätten jetzt auch noch gut 5 Meter rangehen können. Ach, die anderen durchsuchen sie die Leiche. Okay. Ist jetzt aber die andere Leiche. Oh, welcher von unseren ist es denn, ist die Frage. Kennen wir den? Ist das, ich erkenne die jetzt gerade so halbtot nicht. Vincent? Vincent. No! Es tut mir leid, dass wir ihn immer so als Spacko behandelt haben. So, dann durchsuch mal noch die anderen Jungs. Es war nur einer von uns, die anderen gehören uns ja gar nicht. Ja. Die besitzen wir ja gar nicht. Das kann zumindest nicht so weit gehen. Jemand hat sie operiert, was? Warum? Drogenschmuggel? Naja, oder die Organe irgendwie verkauft oder sowas. Hm. Was man halt so macht mit toten Leuten. Das ist kein gewöhnlicher Serienkiller. Also es ist ein ungewöhnlicher Serienkiller. Okay, jetzt müssen wir die Uniform zum Polizei. Warum müssen wir denn jetzt die Uniform zurückbringen, so ein Scheiß? Na, raus aus dem Gebäude wieder. Genau. Aha, Dexter war am Werk und hat Leute ausgenommen. Nein, Dexter macht ja sowas nicht. Dexter tötet ja sauber. Ist ja kein Ekel-Serienkiller. Unser aller Lieblings-Serienkiller. So, da lang, genau, da kommst du her. Da die Treppe rechts wieder hoch. Und Officer wieder den Tatort verlassen. Heißt, du hast jetzt die Bombe gar nicht entschärft. Was passiert denn jetzt? Es wäre jetzt doch geil, wenn wirklich jetzt eine Bombe explodieren würde hier irgendwie. Um die Leichen zu entsorgen. Ja, genau. Das Verbrechen zu verduschen. Vertuscheln. So, jetzt bringen wir die Uniform zurück. Ich frage mich zwar so ein bisschen, warum das jetzt? Also, sonst sind wir auch nicht so ordentlich. Schmeißen da quasi mit Autos um uns. Ruf mal deine süße Freundin an. Genau, Kontakt. Tang. Tang, it's Wade. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sunite. All had an organ remainder. Cut right out. You're right. This isn't just about murder. It's about organs, okay? A surgeon of some kind. I'm gonna look into the hospital records. If somebody's stealing organs, they gotta be using them for something. Machen wir doch. So, was kriegen wir jetzt? Mal eine Mission, wo man nicht viel falsch machen konnte. Hm. A. Und? Ja, mal 3 volle Kopferfahrungen. Schenken sie uns jetzt Kopferfahrung, oder? Ja, aber. Ah, nur 1200 dann kommt. Hm. Naja, die Polizei bezahlt halt schlecht, ne? Für die letzte Mission für die Triaden haben wir 60.000 bekommen. Mhm. Na gut, komm, drück mal A und wir können ja nochmal Upgrade machen, weil wir hatten nämlich noch ein Cop-Upgrade. Ja, deswegen habe ich nicht verstanden, warum sagst du mir, ich soll A drücken und dann... Upgrades. Entschuldigung, ja, ich bin mal wieder schuld, bin böse. So, wollen wir das? Nein, das war das mit dem Alarm. Guck mal, da sind wir schon viel weiter bei der oberen. Guck mal nach rechts, was wir da als nächstes hätten. Zeitlupe nach Sprungschüssen und Entwaffnung dauern länger. Was sind denn so hier die Sachen unten auf der Liste? Kapern Sie ein Fahrzeug, werden Sie von sinkt Ways Druckstufe. Druckstufe? Also ich meine wahrscheinlich Verfolgungslevel irgendwie. Mal das. Alle Schäden beim Rammen anderer Fahrzeuge werden erhöht, ist auch nicht schlecht. Wer findet Schusswaffen im Kofferraum vom Polizeiwagen? Ist auch gut. Dann machen wir die in unteren. Gehen wir mal da ein Stückchen weiter. Ja, müssen wir ja auch irgendwann mal machen. Ich wette, wir kriegen das alles noch freigeschaltet im Laufe des Spiels. Ja. Okay, gut, dann Folge beenden. Nächste Folge wird geflirtet, oder? Ja, da wird es eine romantische Folge. Macht's gut. Ciao.